Mein Arsch tut so weh. Ich habe bestimmt noch was Schlimmes im Po. Okay, bist du bereit? Wow, wir haben beide nicht geklatscht. 3, 2, 1. Ich weiß gar nicht, warum ich auch klatsche. Hä, Mann, ich kann das nicht ohne klatschen. Es ist wieder Zeit für Jody und Mo. Beantworten 100%ig sein. Beantworten wir 100% ehrlich, Joe und Modi. Was? Beantworten 100% ehrlich eure Fragen. Joe und Modi, habe ich gesagt. Alles klar. Ich bin Joe, du bist Modi. Wieder soweit, das Format kam ein halbes Jahr nicht. Ihr habt es geliebt. 100% ehrlich werden eure Fragen beantwortet, die ihr auf Instagram stellt. Deswegen auf Instagram folgen unbedingt. Oh. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich habe jetzt dein Format geklaut. Spaß. Okay, wir fangen mit einer spannenden Frage an. Oh oh. Was habt ihr als erstes vom anderen gedacht? Ah, also Mo ist ein Fan von mir gewesen. Das ist ja erstmal die erste Sache. Jedes Mal muss ich mir diese Scheiße an, das stimmt nicht. Der hat mir mal auf Twitter geschrieben, ich schwöre das. Das stimmt überhaupt nicht. Sollen wir nachgucken? Ich hab nicht geantwortet, du, als ob du jetzt die ganze Zeit durchscrollen kannst. Kannst du nicht. Ich hab dir geantwortet, weil du mir geschrieben hast. Nein, du hast mir geantwortet auf meine Tweets, die ich gemacht habe. Das hat aber nichts mit Fan zu tun. Du warst so ein Fan, wir kannten uns nicht. Ich wollte einfach mit jemandem kommunizieren, weil ich keine Freunde hatte. Oh. Geh weg, du. Also, und dann habe ich nämlich gedacht, weil wir kannten, also das Ding ist, wir kannten uns nicht, aber wir sind trotzdem im selben Dunstkreis gewesen, weil du kanntest Sebastian, du kannst super Leute. Und dann die Leute, die dann mich nicht so kennen, aber trotzdem auf meine Tweets antworten, da dachte ich so, das ist ein Fan. Nein. Der war auch ein Fan, der hat ja auch Sebastians Bests aufgeschnitten damals. Ja, da ist man ein Fan. Und dann ist Mo zu uns nach Hause gekommen und saß da in unserem Wohnzimmer, guckt auf sein Social Blade und sagt, Alter, bei mir läuft's so gut. Ah! Und ist so richtig so, boah, ich bin so geil, Alter. Ich bin so reich auch. Und ich dachte so, Alter, so bin ich auch. Spast. Das war dein, ich muss ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, ich finde die voll cool. Mhm. Dann habe ich von allem gehört, ey, ist voll schwer, ein Kumpel von Jody zu werden, weil die nicht direkt so. Dann dachte ich mir, Alter, Challenge. Und dann hat es funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wieso wir Freunde geworden sind. Ich glaube, das war wirklich dieser Skiurlaub. Vorher waren wir auch schon cool miteinander so, aber dann sind wir in diesem Skiurlaub zusammen Ski gefahren. Das war erstmal übel cool, dass du mit mir so Ski gefahren bist und die ganze Zeit auf mich geguckt hast. Ja. Weil ich das nur gewohnt war, dass Leute immer wegfahren und ich nicht, ne? Und dann sind wir runtergefahren wieder mit diesem. Und ja, weil ich einfach der beste Mo der Welt bin. Ja, wir haben uns verlaufen, es war so funny, es war so witzig. Und dann habe ich gemerkt, wie witzig Mo eigentlich ist. Mo ist der witzigste Mensch auf der Welt. Was ist das Peinlichste, was euch beiden zusammen je passiert ist? Ist uns schon mal was richtig, also es ist locker schon mal irgendwas Peinliches passiert, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Es passieren halt immer so Dinge, dass wenn wir so einkaufen gehen und dann, weiß ich nicht, fällt irgendwas runter oder sowas vor allen Leuten. Ich habe irgendwas im Kopf, wo wir übelst angefangen haben mit Lachen sowas und so immer. Und schnell weg mussten. Ständig. Ja, es passiert echt ständig. Also ich glaube eigentlich, hier passiert jede Woche irgendwas Dummes. Es passiert immer irgendwas Dummes. Aber hauptsächlich passiert eigentlich irgendwas Dummes, wenn wir Leute treffen, über die wir vorher so geredet haben und wir uns dann beide angucken und so denken so, oh fuck, so wir wissen irgendwie was Besonderes über diese Person und das ist dann immer sehr unangenehm. Also leider kann ich kann gerade gar nichts sagen. Oh, also eigentlich ist jede Woche, jede Woche ist peinlich. Irgendwas Doofes. Und so ist es richtig traurig eigentlich. Boah, ich habe voll Muskelkater am Arm, fällt mir gerade. Ich auch, Alter, weißt du von was? Nee. Das hat aber lang gedauert. Wir haben eine Frage, die haben wir noch nie bekommen. Im ganzen Leben. Seid ihr eigentlich zusammen? Lief mal mehr zwischen euch als Freundschaft? Boah, die Best Friendschaft! Ja, es lief. Die Best Friendschaft lief mehr. Wir haben schon mal zusammen in einem Bett geschlafen. Das kann man ja sagen, schön, oder? Wir haben mal in einem Hotel zusammen geschlafen. Wir hatten ein Hotelzimmer für eine Nacht. Zwei Nächte. Oh! Eine Nacht habe ich nicht vergessen. Ja, nee, lief nicht. Sad, ne? Geht auch nicht. Nee. Tschüss. So, absolute easy Frage. Lieblingsserie? Deine Lieblingsserie oder meine Lieblingsserie? Unsere. Also meine ist Safe Prison Break. Prison Break. Unsere Lieblingsserie? Nee, deine. Achso, von uns beiden was einfach. Was ist das denn für eine Frage, Junge? Was sind eure Lieblingsserien? Meine Lieblingsserie. Wir haben noch nie eine Serie zusammengeguckt, also kann. Stimmt. Haben wir echt nicht. Müssen wir bald mal machen. Freilich. Meine Lieblingsserie ist BoJack Horseman. Würdet ihr euch mal ein Tattoo zusammen stechen lassen? Also genau das gleiche? Ja, safe, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, die nächste Zeit werden wir uns viele Tattoos stechen lassen. Ja, glaube ich auch. Ich steche dir bald eins. Guck mich nicht so an, als würdest du mir nicht vertrauen. Doch, mach ich doch. Ich habe doch Lust drauf. Dann guck mich anders aber an. Aber erst, wenn ich keine Schmerzen in meinem Po habe. Okay. Dann habe ich ein heftiges Problem mit meinem Po.
Alles andere will ich euch gar nicht erzählen. Nein, es sind keine Hämorrhoiden. Nein, es ist auch nichts anderes. Ich habe einfach nur Probleme mit meinem Po. Wie lange kennt ihr euch schon? Ja, 2017 war das dann, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Konnte so, muss also, 2017, ich würde sagen 20 Jahre. Ich glaube September 2017. Also so, oder dann sind es jetzt 2 Jahre. Erst? Wir haben das erste Mal richtig geredet. Es war im UFO. Da haben wir dieses Foto gemacht. Oh mein Gott. Als ob wir direkt ein Foto gemacht haben, wenn wir uns das erste Mal sehen. Ja, ich habe die ganze Zeit mit Snapchat rumgespielt, mit dem Filter, und dann hast du dich neben mich gesetzt. Und dann haben wir das beste Foto der Welt gemacht. Ja, das sind wir echt hübsch. 2017, 18, 19. Sehen wir da gut aus. Ja, 2 Jahre. Ein bisschen mehr als 2 Jahre. Crazy. Crazy. Habt ihr eine gemeinsame Tradition? Ja, es gibt den Tag halt. Ist so, today's the day. Today's the day Tag. Oh mein Gott, wo? Do you know what day is today? Today is the day. Today is the day. Es gibt den today is the day Tag, today is the aber day. Was das ist, sagen wir euch nicht. Das können wir nicht sagen. But today is actually the day. Ja, wirklich? Ja, heute ist tatsächlich the day. Krank. Crazy. Was war euer erster WhatsApp-Chat? Achso, muss ich ja nachgucken. Okay, ich guck mal kurz nach, sonst halten wir es euch gleich. Ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ist gut so. Wir haben unseren Chat, ich füge den jetzt einfach mal ein. Das ist dieses schöne Foto, von dem wir geredet haben. Ah ja, stimmt, das ist das Foto, von dem wir gerade geredet haben. Crazy. Und ich habe Jody geschrieben. Jody, ich weiß endlich, was ich gerne machen würde, wenn ich die Chance dazu hätte. Es klingt so spicy. 6. Oktober 2017. Oh mein Gott. Guck mal, das Bild habe ich dir am 20. September geschickt und du hast nie zurückgeschrieben. Aber ja, warum soll ich dir auch zurückschreiben? Ja, das hast du mir wahrscheinlich geschickt, während ich neben dir saß. So. Ich stell mir vor, viel schlimmer wäre jetzt, wenn es ein anderer schlimmer Chat gewesen wäre, wenn ich umgeschrieben hätte. Ich mag dich wirklich sehr. Das wäre schon ein bisschen weird. Boah, das hast du noch nie geschrieben. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Doch, bestimmt. Doch, einmal, als wir uns gestritten haben, einmal. Boah, wir haben uns einmal gestritten, aber nicht wirklich. Nein. Ich hatte so eine Intervention mit Mo, weil ich musste mit ihm über Sachen reden. Und danach hast du gesagt, ich mag euch wirklich gerne. Als du rausgegangen bist. Das war sehr süß. Was war als Kind euer größter Wunsch? Boah, ich finde, diese Wünsche als Kind kann man gar nicht ernst nehmen. Weil da sagt man ja jede Woche was anderes. Ich wollte Pilot werden, dann wollte ich Fußballer werden, dann wollte ich das werden, dann wollte ich das werden. Ich glaube, mein größter Wunsch war, Jody Calusi als beste Freundin zu haben. Oh, mein Herz! Mein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Zeig dir zusammen. Zeig dir zusammen. Was war das Schlimmste, was ihr jemals zusammen erlebt habt? Boah, wir haben uns das Anfang des Jahres haben wir so gut noch gemacht. Ich habe gerade direkt erstmal diesen Witz von Emra im Kopf. Weil Emra hat doch mal. Boah, das ist das Unangenehmste. Ah, das war das Unangenehmste. Das war das Schlimmste. Was war denn das Schlimmste? Das Traurigste war auf jeden Fall Sebastian irgendwann. Wo er so richtig enttäuscht war, weil er irgendwas nicht machen konnte oder so. Ich wollte was machen, aber so, oh, und dann war so, oh, Herz gebrochen. Aber was war denn Unangenehmste? Was war für mich die Frage? Das Schlimmste. Ich glaube, das Schlimmste, das kommt noch, die Tage. Oh. Du weißt, was ich meine, oder? Nein. Oh! Au! Bitte nicht, auch nicht. Ich glaube, es sind viele Sachen, also doofe Sachen hat man schon zusammen erlebt, aber so richtig schlimm, so richtig, richtig, richtig schlimm. Nee, nicht so richtig, richtig, richtig schlimm. Keiner von uns hat sich verletzt, keiner von uns ist. Also noch nie, was beide, beide betrifft, ja. Nur immer was den anderen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Seid ihr bereit für die letzte Frage? Seid ihr bereit für die letzte Frage? Seid ihr bereit? Okay, das war ein bisschen behindert. Ein bisschen, aber geht schon. Kommen in Zukunft wieder mehr Videos von euch zwei? Boah, Leute. Diese Frage kann ich nur euch so beantworten, wenn ihr jetzt den Daumen nach oben rausschmettert, dann kommt dieses Format vielleicht nochmal jetzt im Dezember, auch im Januar, auch im Februar, auch im März. Nicht, dass ihr denkt, ich mache das nur wegen Dezember. Haben wir doch schon. Spaß. Daumen hoch, schreibt irgendwas Liebes in die Kommentare und zum Abschluss, zum allerletzten Abschluss, beantwortet die Frage, seid ihr cool? 3, 2, 1. Ja, oh, ja, das sind die coolsten auf der ganzen Welt. Oh, fuck my life. Das habe ich noch nie gemacht. Guck mal, das würde ich so machen bei der Verabschiedung. Ciao. Tschüss.